Weiter geht's in der Lava-Welt von Banjo-Tooie. Einen Part haben wir hier bereits verbracht und es hat Spaß gemacht. Wir haben sogar schon einen Puzzlo. Und jetzt wollen wir hier überprüfen, wohin diese Kette führt. Eigentlich dachte ich, dass wir diesen Raum hier bereits komplett erkundet haben, aber dem ist nicht so. Hier ist noch etwas. What the? Banjo, kannst du mir erklären, was das für eine Aktion war? Naja, dann halt nochmal. Wenn es dir so viel Spaß bereitet. Boah, wir müssen halt echt aufpassen, ne? Weil die ganze Zeit werden wir entweder von lebenden Statuen attackiert oder von einem feuerspeienden Drachen. Den würde ich am liebsten auch so schnell wie möglich eliminieren. Vielleicht sollten wir das jetzt erstmal priorisieren. Aber gut, zuerst schauen wir, wohin das führt. Ernsthaft? Ein Schalter nur für Banjo. Ja gut. Dann weiß ich jetzt, warum da unten Trennplattformen sind. Die wirkten die ganze Zeit so nutzlos. Doch jetzt! Jetzt ergibt alles einen Sinn. Na schön. Dann trennen wir uns eben. Und ich gehe mit Banjo alleine hoch. So, wenn wir Glück haben, dann wird dieser Schalter ein Puzzlo freigeben. Aua, was zur Hölle. Ja, super. Scheiße. Wir haben nämlich hier am Fuße des Kolosseums schon ein Puzzlo hinter einem Tor gesehen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Schalter dazu da ist. Aber andererseits wäre das für die siebte Welt doch auch ein bisschen zu leicht, oder? Muss man mal ganz ehrlich so sagen. Dagegen hätte ich jetzt natürlich nichts, aber ja, das kann nicht sein. Oder es sei denn, man muss es dann irgendwie auf Zeit oder so holen. Ja, stimmt, das könnte sein. So à la Donkey Kong 64. Das könnte dann auch so ein kleines Easter Egg sein. Also diese Tore sehen verdammt ähnlich aus. Oh, nein. Ach so, oh nein. Wie soll ich das denn machen? Ah, warte, warte, warte. Ich weiß wie. Wir gehen einfach raus und fliegen da hoch. Mit Hilfe der Flugplattform. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ist das der Ausgang? Ich hoffe doch. Ja, 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 doch, 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 doch. Das müsste gehen. Natürlich wird uns der Drache angreifen, aber wir müssen halt einfach bloß kurz Schutz suchen und dann, wenn er sich ausruht, fliegen wir da hoch. Der Rückweg ist aber alles andere als gechillt. Autschi, bautschi. Vielleicht sollte ich nicht so überhastet laufen, aber ich habe halt Schiss, dass der Drache jetzt gleich angreift. Deswegen habe ich das Tempo erhöht. Was ich auch machen könnte, ist mich da drüben heilen. Ja, also jetzt erst recht. Ich habe nur zwei Honigwaben. Und der Drache wird mich bestimmt ein paar Mal erwischen. Zack. Zack. Nein, 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 nein. Boah, knapp. Okay, jetzt sind es wenigstens vier. Siehst du, da greift er schon an. Tu mir nichts, tu mir nichts. Du Mistvieh. Ja, doch. Also ich glaube, wir sollten den mal aufspüren. Der kann ja eigentlich bloß irgendwo im Vulkan rumhängen. Fliegen wir halt später ein bisschen rum und suchen sein Zuhause. Problem gelöst. Nein! Wieso bin ich da jetzt bitte drauf reingefallen? Ich bin ja so ein Lackaffe. Mit mir kann man es ja machen, ne? Arg! Nee, weißt du was? Wenn das so ist, dann gehe ich einfach zu dem Zelt und nutze diese Abkürzung. Ich habe echt keinen Bock da an den Feuerhänden vorbeizulaufen. Das muss ich mir nicht geben. Was ist denn eigentlich mit dem Wasser hier? Das ist ultra heiß, ne? Ja, ja, man sieht's schon. Wasserdampf. Ich denke, das müssen wir irgendwie abkühlen. Was ist da auf dem Dach? Ach, nur Federn. Ja, gut. Ich dachte jetzt schon, das wäre der Notenschlüssel. Aber okay, der war ja auch ein bisschen lame platziert, ne? Das wäre ein bisschen lame. So, Beeilung, Kazooie, der wird gleich wieder abgehen. Siehst du? Mit Ansage.
Da hat er sich schon zu Wort gemeldet. Zu Mord, wollte ich sagen. Das wäre gar nicht mal falsch gewesen. Schließlich will er mich ermorden. Aber es kommt nichts. Ja, okay, wenn das so ist, dann tschüss! Beeilung! So, wohin jetzt? War es ganz oben oder war es weiter unten? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Banjo ist ganz oben. Dann müsste Kazooie hier hin, oder? Oh, nein, der Drache kommt da rein! Was? Das kann aber auch nur mir passieren. So eine Scheiße kann nur mir passieren. Ich fass es einfach nicht. Das war sogar richtig. Ja, genau. Mach mich kalt. Ja, also wenn ich hier jetzt sterbe, ne? Wäre das schon heftig unnötig. Und dann müsste ich auch alles nochmal machen, was ich natürlich nicht will. Dummerweise kann ich mich mit Kazooie halt nicht heilen. Nur mit Banjo. Das sind mal wieder unglaubliche Szenen. Ich weiß. Aber deswegen bin ich Let's Player. Damit man mich auslachen kann. Ja, ist so. Komm, jetzt aber. Dritter Versuch. Das muss jetzt hinhauen. Please. Okay, es ist erst der zweite Flug, aber der dritte Versuch insgesamt. Mindestens. Ja, go! Ich riskiere es einfach, obwohl er wahrscheinlich gleich ausrasten wird. Oh je, ich hätte vielleicht lieber warten sollen. Oder? Schaffen wir es? Nicht zu hoch fliegen, dann kann ich da ganz gechillt hineinfliegen, ohne irgendwas berichtigen zu müssen. Ja, gut, yay! Kriegen wir jetzt das Puzzle? Als ob. Das geht noch weiter? Übertreibt es halt. Oh, verdammt. Bin ich hier sicher? Anscheinend, weil er schießt gar nicht mal. Ja, doch! Er hat mich nur verarscht. Okay, 2, 3. Jetzt noch einmal. Okay, und go. Beeil dich, Banjo. Wir haben keine Zeit. Ey, das ist eigentlich einfacher, als es hier aussieht, ne? Aber ich bin trotzdem total unruhig und hab Angst. Halt auch, weil ich so ein bisschen dusselig bin. Oh, ja, jetzt ist es offen. Geil. Oh, shit, aber ich muss es mit Kazooie holen, oder was? Verdammt. Was ist, wenn ich das nicht überlebe? Oder, warte, vielleicht nehme ich nicht so viel Schaden, weil ich einfach runterfliege. Oder kann man hier vielleicht noch zwischenlanden? Nein, kann man nicht. Okay, es ist nichts passiert. Yes. Okay, das wusste ich bislang gar nicht. Wenn man so ganz genüsslich runterfliegt, dann nimmt man mit Kazooie zumindest keinen Fallschaden. Ja. Kann ich mich da hinstellen, um Banjo zu holen? Sehr gut. Wie auch immer der da runterkommen will. Ach komm, wir springen einfach. Aua. Oh, der Fallschaden ging ja sogar. Ja, bester Sprung. 10 out of 10. Siehst du, da lacht sogar der Gegner. Zu Recht. Ja, geil. 2 Parts, 2 Puzzles. Das ist ja Wahnsinn. Das fühlt sich an wie die Anfangsparts. Mehr oder weniger. Aber wird es dabei bleiben? Tja. Das ist die große Frage, ne? Haben wir das Schild eigentlich schon mal gelesen? Achtung, Baden verboten! Es sei denn, du möchtest gekocht werden!
Ja gut, jetzt haben wir auf jeden Fall die Bestätigung bekommen, dass das hier bullenheiß ist. Und wir können uns jetzt mal, ups, genauer umschauen. Wohin führt denn dieser Weg hier? Zu Noten. Das ist doch schon mal schön. Und einer Leiter. Einer schönen Holzleiter. Und womöglich noch tiefer in den Vulkan hinein. Oh ja, es wird heißer und heißer und heißer. Wir kommen aber auch relativ weit hoch. Hm. Was bringt mir das denn? Wo genau bin ich? Ich habe keinen Plan. Aber vielleicht geht's hier zum Drachen. Leck mich am Arsch. Ich hasse das. Also ich folge jetzt einfach mal den Noten. Ich weiß natürlich, dass da drüben auch noch ein Weg war. Aber das schauen wir uns später an. Nein! Verdammte! Und da oben war auch noch ein Move, ne? Fuck. Gut, wohin geht's hier? Also, man kann relativ einfach in der Welt runterfallen. Das halten wir mal fest. Aber wir haben ja auch Zugang zu einer tollen Flugplattform. Jetzt geht's aber nochmal zurück ins Kolosseum. Warum das denn? Ist da ernsthaft noch ein Geheimgang? Wo bin ich hier? Hä? Okay. Ich bin weiter oben als vorher. Ich weiß nicht genau, was mir das jetzt bringen soll. Aber, ja, ich schaue mich einfach mal um, würde ich sagen. Wie ich diesen Gegner hasse, ne? Aber der macht wenigstens nichts. Der verfolgt einen und jammert einen voll, aber sonst passt's. Vulkanbahnhof. Ah. Das heißt, Gobby ist hier. Gobby. Und natürlich auch schon wieder diese verdammten Wandfledermäuse. Müssen die echt jetzt in jede Höhle platzieren? Ah, oh, das ist das Puzzle, was wir gelöst haben. Habe ich jetzt daran erkannt, weil da die leere Honigwabe ist. Wie komme ich denn da hin? Meint ihr, ich kann mich da hinhangeln einfach? Das sollte gehen, ja. Bisschen crazy, aber es sollte gehen. So, Vorsicht. Stirbt, Spaten! Yay! So, aber wo ist Gobby? Mist. Das tat weh. Gobby! Wo bist du? Da rufe ich einmal nach dir, ja? Und dann sagst du nichts. Muss den Zug vielleicht erstmal holen? Bahnhofsschalter ist ja aktiviert, aber ich wüsste nicht, was es mir bringen sollte. Ich brauche niemanden, aber vielleicht will der Gobby ja gehen. War nicht da oben irgendwo? Ja. Hä, aber ich kann nicht mit ihm reden. Hallo? What the fuck? Nein, will ich nicht. Ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht genau, was jetzt hier zu tun ist. Vielleicht wird sich das später noch ergeben, aber aktuell... ist hier nichts. Bis auf die leere Honigwabe halt. Die habe ich mir geholt. Das ist schön. Ja, aber auch nicht. So, dann schauen wir uns mal den weiteren Weg an. Ich müsste von links gekommen sein, daher checken wir... Oh, da ist ein Teleporter! Das ist natürlich mega wichtig. Sau nice. Vorsicht, Vorsicht. Ja, 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 das war klar. Und noch ein Ding. Bist du... Willst du mich verarschen? Okay, ich hab den Teleporter. Wir können also jederzeit wieder hier hoch. Ist das geil oder ist das geil?
Ja, dann schauen wir doch erstmal gleich mal hier drüben. Was denn da ist? Ach, da geht's zu dieser Eishälfte. Stimmt? Sieht jedenfalls so aus. Tatsächlich. Ah, das UFO. Scanner melden. Aufenthalt der Kinder wurde lokalisiert. Außentür wird geöffnet, um manuelle Visualisierung zu ermöglichen. Erdling im Seitenwind entdeckt. Vorsicht. Holla, ich errechne einen langen Weg nach unten. Hä? Was ist da los? Schiff ruhig halten. Idiot. Düsenantrieb aktivieren. Bam. Schon in Ordnung. Ich bin okay. Moment mal. Bin ich doch nicht? Ich bin tot. Oh, jetzt echt. Oh, oh. Wir wurden Zeuge einer schrecklichen Tragödie. Normalerweise sollte man erst Hilfe leisten, aber Banjo kümmert sich nur um seine Pustlos. Und ich will mich jetzt nicht verwirren, deswegen gehe ich zurück in die Lava-Welt und schaue mir da erstmal alle Gänge an, bevor ich mir dann die andere Hälfte gönne. Tut mir sehr leid, lieber Alien, du musst noch so lange durchhalten. Oder halt sterben. So knallhart bin ich. Tja, 2K16, ne? Da denkt jeder nur noch an sich. So, ja. Aber ich krieg bestimmt gleich die Quittung, pass auf. Ich habe nur noch wenige Leben. Ich fürchte, ich werde sterben. Ja, jetzt erst recht. Ja, ich hätte zu den Trennplattformen gehen sollen, dann hätte ich mich da heilen können. Aber so weit habe ich natürlich nicht gedacht. Scheiße, der Drache greift an. Nein, 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 nein. Oh, da geht's ja schon wieder zum Eis. What the fuck, wohin soll ich gehen? Wo, 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 wo? Ich sehe den Weg nicht. Das ist auch schon wieder so eine Feuerhand. Aber ich glaube, der Weg führt zu nichts. Nur einmal im Kreis rum. Oh, Moment, aber in dem Tempel da unten waren wir noch nicht drin. Es ist nicht zu verwechseln mit dem oberen. Da waren wir noch nicht drin. Komm, das kriegst du hin. Oder wir werden abgeschossen. Oh, puh. Ich hasse euch. Hier ist es brutal heiß, offenbar. Oh, oh. Oh ja. Im Vulkan. Verdammt, wir haben eine Luftanzeige oder sowas in der Art. Was muss man denn hier machen? Schalter 1. Oh nein, ich denke, ich weiß, was hier zu tun ist. Ja, ja, ja. Wir müssen wahrscheinlich innerhalb dieses Zeitlimits da ein paar Schalter aktivieren. Ja, so wird es sein. 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung wie viel. Und dann kommen wir zu den Schildern. Und vielleicht noch zu mehr, mal schauen. Jetzt habe ich natürlich am Anfang ein bisschen rumgetrödelt. Ich versuche es trotzdem irgendwie hinzukriegen. Oh, da ist eine leere Honigwabe. Vielleicht geht es auch nur darum. Naja, was heißt nur, ne? Das ist ja auch was. Aber das kann ich mir eigentlich auch mit dem Zeitbomben-Ei holen. Also wenn es nicht klappt mit den Schaltern, habe ich es trotzdem. Tralalalala. Dieser Trick 17 ist wirklich Gold wert. Ja, hier ist sonst nichts. Der Schalter ist weiter hinten aufgetaucht, ne? Ja, aber eigentlich habe ich genug Luft. Weil es wahrscheinlich eher Kühlung sein soll, oder? Oder doch Luft? Weil hier ist es bestimmt so heiß, dass du keine Luft bekommst. Ein Puzzleschalter! Es gibt also noch ein Puzzlo! Verdammt, wie komme ich da hin? Komm, 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 komm. Dam, 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 dam. Jetzt bloß nicht runterfallen. Nicht runterfallen.
Ja, aufgetaucht ist es schon mal. Wo ist es? Ja, direkt neben mir. Geil. Bei den Schildern muss ich mich halt jetzt ein bisschen sputen. Aber wir haben das Puzzle. Wie nice, Mann. Drei schon in der Welt. Was ist denn da los? Es läuft voll gut. Und es ist auch gar nicht so schwierig. Also die Rätsel an sich halt. Gegner und so ist was anderes. Heiß, links ganz kalt im Schädel. Und was? Nochmal. Heiße links ganz kalt im Schädel und dem Weg warm. What? Keine Ahnung, was der meint. Nur ein großer Ball kann den Ölbohrturm in Gang setzen. Nur ein großer Ball. Wenn es zu heiß wird, dann denke an deinen bärtigen Freund. Gobby? Okay, wenn es zu heiß wird, dann denke an Gobby. Ach so. Ja, der speichert doch Wasser, ne? Okay, okay, okay. Ja, aber ich konnte ja nicht mit ihm interagieren. Ah, jetzt kommt mir ein... Ja, jetzt glaube ich, habe ich eine Idee. Wir müssen bestimmt Gobby irgendwie in die vierte Welt bringen. Oder? Nee, warte. War das Wasser dort jetzt kalt oder warm? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, scheiße. Aber der müsste ja auch die ganzen Gewässer hier abkühlen können, oder? Ja, doch, doch. Das macht schon Sinn. Und ich glaube, hier in der Höhle waren wir auch noch nicht. Nee, garantiert sogar. Waren da nicht noch ein paar Noten? Oh. Vielleicht waren wir da doch schon. Ach so, ja, das ist dieser Aufweg da. Ach, verdammte Scheiße, schon wieder drauf reingefallen. Immer dieselbe. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal in der Luft, ob da irgendwo was ist. Ansonsten werde ich mich in die Eiswelt begeben. Ich habe jetzt schon drei Puzzles. Das ist sehr, sehr, sehr solide. Es war noch kein Move, soweit ich mich erinnern kann. Und kaum Jinjos. Aber naja. Es sind ja auch noch nicht alle Rätsel gelöst, aber für den Anfang bin ich halt echt mehr als zufrieden. Jetzt gibt es bestimmt noch ein, zwei Höhlen, die man halt nur im Flug erreichen kann. Garantiert. Vielleicht sogar der Weg zum Drachen. Wäre halt schon schön. Ach, stimmt. Und warte, da ist doch noch was, oder? Hier beim Mumbo. Da waren wir noch nicht drin. Sollten wir uns merken. Und ob wir wirklich alle Räume im Kolosseum abgecheckt haben, das kann ich euch auch nicht sagen. Würde ich halt jetzt nicht sicher sagen. Ich glaube nämlich, da oben waren wir noch nicht. Kann das vielleicht sein? Da, wo die Eier sind? Ah, doch, doch, doch. Da ist ein reingedrückter Schalter. Okay. Ah, aber ich habe da was gesehen. Da ist definitiv eine Höhle, wo wir noch nicht waren. Ist das die einzige? Oder hier oben? Es ist halt sau schwer, sich das alles zu merken, wo man war und wo man nicht war. Gehen wir erstmal dahin. Hier hört irgendwie auch die Musik auf zu spielen. Ich denke, wir haben das Zuhause des Drachen gefunden. Zumindest hoffe ich das. Wir finden es dann im nächsten Part von Banjo-Tooie raus. Daumen hoch, wenn ihr die Welt auch so mögt. Also bis jetzt ist sie echt sehr, sehr nice. Und ich hoffe, sie bleibt so cool. Und dann geht's bald weiter. Ciao, euer Nintendo.